Hey, zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Orks. Und es ist eine Ewigkeit her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Glücklicherweise bin ich jetzt beschwerdefrei, was bedeutet, ich bin zwar nicht unbedingt gesund, weil sie die Ursache nicht finden konnten für meine Nesselsucht, aber ich quaddel nicht mehr. Ich habe keine Quaddel mehr und das ist sehr gut und ich hoffe, es bleibt so. Also, schauen wir mal. Bruchtal. Wird ziemlich einfach. Jups. Oh, ich bin so müde, sorry. Frag mich nicht, warum die Hitze macht mir echt zu schaffen. Man kann nicht mal richtig gescheit schlafen. Schlimm. So. Also, Okrus, die Orks. Und wenn wir die haben, wenn wir die durch haben, weiß ich noch gar nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht die Uruk-hai. Na, ich weiß noch nicht. Muss ich mal gucken. Und dann holen wir uns das hier. Das. Das. Keine Ahnung, ist eigentlich relativ egal. Ich muss nur gucken, dass die Helden hier das Gebäude zerstören. Okay. Was ist denn das für ein Held? Was kann der denn? Zwang. Okay, ich habe so einen Noob-Helden bekommen. Ja, die Waage, die sind ganz gefährlich. Obwohl eigentlich könnte der an den Wagen trainieren. Wo denn? Was denn? Wie denn? Ach, kommt schon. Okay, Malorenbau. Turm, kann man alles vernichten. Wie gesagt, mit so einer großen Armee ist das eigentlich geschenkt, weil der Gegner hat nichts. Der Gegner kann nichts. Was wollen sie machen? Ja, der Typ kann hier in den Wald noch immer. Hat er wenigstens Power? Naja, bitte. So, noch einmal Lorenbaum. Dann stellen wir die Bogenschützen da mal hin. Hey. Wenn hier Baumeister rumhampelt, dann müssen wir den schon töten. Wir wollen ja Lothlórien ziemlich easy einnehmen. Bruchtal. Teil von Imladris, sorry. Mein Fehler. Wie gesagt, hab das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Oh. Der hat da oben eine Kaserne. Dann rennen wir mal da lang. Oh ja, das rumst ein bisschen. Sehr schön. So, haben die das geschafft? Ja, lasst sie. Ist egal, wir müssen alle Gebäude vernichten. Dann gewinnen wir das so oder so. Also von dem her relativ easy. Ja, weil da blöde Steine im Weg sind. Dann bauen wir halt eine Festung jetzt auch. Obwohl, wow, Schatzlager. Das zählt sich vielleicht viel mehr lohnen. Genau. So. Haben wir noch eine Kankra. Was kann die eigentlich? Angst einflößen. Das Land muss gereinigt werden. Ist jetzt nicht so super toll, aber ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben den Feind gefunden. Ja, der kann mir aber nichts anhaben, weil er schlecht ist. So, hier wird das Schatzlager bald fertig. Und dann, ja. Mal gucken. Warte, ich muss nur alle Ausbildungsgebäude vernichten, richtig? Wo ist denn der jetzt? Wir sind die neuen Herrscher. Da unten. Können auch meine Helden durch. Oh ja, die können tatsächlich auch durch den Gang. Ist nicht schlecht. So, jetzt machen wir es einmal schwächer. Aber sobald das Gebäude zerstört wird, Elronds Haus, dann hat sich das auch erledigt und dann ist eh schon GG. Also, viel upgraden werde ich jetzt hier nicht können im Level, leider. Aber das macht nichts, ist halt so. Ah, eine Stallung hat er noch gebaut. Dann kann ich ja doch etwas machen.
schick. Okay, dann gibt es ein paar Rüstungen. Ist nicht schlecht. Wie wäre es, wenn du die einfach übernimmst? Das macht am wenigsten Stress. So. Jetzt nur noch den Baumeister und dann haben wir gewonnen. Fertig! Ja, ist ja ziemlich easy, ich weiß. Naja. Die Bannerträger kamen ein bisschen spät. Macht man nix. Jetzt haben wir was speichern. Weil mir das Spiel leider ab und zu abstürzt. Aber wir haben noch eine schwere Schlacht vor. What? Wie soll ich denn das bitteschön? Ich probier's. Aber ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass ich das schaffe. Es kommt drauf an, wie groß die Karte ist. Weil je nachdem kann ich eventuell sogar von Anfang an gleich einen rausnehmen. Oder aber ich habe genug Platz, mich aufzubauen. Ich glaube aber, das hat im Düsterwald schon nicht so gut funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere. Gott. Ich weiß, sorry. Okay, aber wir probieren's. Ich weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall jetzt klug kaufen. Komme ich zum Balrog? Wow. Die Frage ist, lohnt sich das sofort zum Balrog durchzugehen? Aber der Balrog ist schon ziemlich stark. Mit dem kann man einiges weghauen. Ich glaube, ich probiere das. Ich muss halt nur, das ist das Problem, lang genug überleben, dass ich bis zum Balrog komme. Was unter Umständen schwierig werden könnte. Aber jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Das Gasthaus sollte ich auf jeden Fall... Ah ja! Da hat's Gegner. Bis auf die Spinnenreiter. Wo sind die denn? Da! Die rennen hier hin. So, die Gebäude müssten jetzt dann fertig werden. Genau. Kluft. Und noch einen Gang. Einer davon hier drauf. Ah, die sind alle da unten. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Baumeister. Da ist ein Baumeister. Tötet doch den blöden Baumeister. Ja. Noch ein paar Schüsse. Yes. Nice. Okay, so, das gab Gold. Wie wär's, wenn ihr da mal... Oh, Baumeister! Vorsicht! So, Orkhöhlen. Wo sind denn die Spinnenreiter? Sind die tot? Verdammt. Schaut schon jetzt sehr bescheiden aus. Zum Glück haben wir noch beide Baumeister, aber... Ich wusste nicht, dass die direkt unter mir sind. Das ist natürlich blöd, weil ich dadurch wenig Platz habe. So, die Waagreiter machen mir nicht viel, theoretisch. Oh, ein Saruman. Okay. Schaut sehr schlecht aus. Nee, kann ich voll vergessen. Kriege ich kein Opening hin. Das jetzt zu kämpfen, ist verloren. Vergiss es. Nee, brauche ich nicht versuchen. Nicht auf die Art und Weise. Okay. Alles klar. Ich habe die Bedenken, dass sie jetzt am Bruchtal angreifen. Okay. So, zunächst kann ich nur Gänge bauen. Mir bleibt nichts anderes übrig, außer Gänge zu bauen. Ja, noch ein Gang. Die stehen hier jetzt erstmal defensiv. Was anderes können die nicht tun. Hier oben muss ich leider auch defensiv stehen. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre Amonsul angreifen. Oder gehe ich da runter? Habe ich drei Bauplätze? Lass uns jetzt sehen, da ist der Drachenfürst. Eigentlich sollte ich schauen, dass ich mit dem Drachenfürst vorwärts komme.
Jetzt weiß ich nur noch nicht. Die rennen hoch, die gehen da. Ich muss meine Truppen, die Front ein bisschen verschieben. Ich glaube, hier ist besser. Er könnte halt jetzt, was ist das für ein Land? Die Ettenöden angreifen, da habe ich nichts drin. Naja. Ich könnte, nee, ich komme nicht mal zu den Ettenöden. Ja, dann greift er, dann lassen wir es so. Er geht allerdings voll auf Bruchtal und hier oben. Was ist das? Gundabad? Gundabadberg. Boah, zu viert. Bäh. Aber ich habe hier einen Helden. Und ich habe hier ein bisschen anderes Zeugs. Das heißt, da müsste theoretisch was gehen. Vielleicht. Ich habe eine Festung. Ich habe Einheiten dort. Wenn ich einen gegen drei Gegner, glaube ich, ist das machbar. Irgendwie muss ich einen Gegner vernichten. So schnell wie möglich. Es wird nicht einfach. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Okay. Macht euch bereit! Oh, das Auge beobachtet uns! Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! So, wir gehen wieder komplett durch zum Bau. Guck mal einer an hier. Machen wir das so, dann kann ich nachher noch die Spinnen rufen. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Nein. Nein. Ich höre, dieses Land wird uns gehören. Jetzt wird geplündert. Verneigt euch vor mir, ihr Maden. Okay. Der geht erstmal scouten. Ich hätte Lust, einfach alles voll mit Türmen zu bauen, aber weiß nicht, wie gut das ist. Ja, schau dich mal um. Okay, die können wir vernichten, es gibt Geld. Ja, der Feind. Als ob. Der Feind ist da unten. Okay, also ich baue Türme, weil die werde ich brauchen. Na, verdammt! Ganz tolles Kino. So, nach wie vor bin ich der Meinung, dass P ein furchtbarer Hot... Du Heilige! Wow. Der schaut nicht nur bescheiden aus, der schaut furchtbar aus. So, ich kann zwar vielleicht eventuell den Elrond kicken, aber das war's dann auch schon wieder. Große Güte. Die Festung hält es nicht durch. Okay, ich habe Gold bekommen. Giftstachel. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Geht halt einfach nichts, ne? Ich habe nur noch eine Festung und das war's. Ja, und die Viecher da oben. Der Gorkel-Kill-Deal ist gestorben. Nee, die Festung ist kaputt. Die hält das nicht. Oh, wow! Die KI zerbröselt mich gerade heftig. Es ist nicht einfach. Es könnte eventuell, wegen diesem einen Fehler in Düsterwald, könnte es jetzt passieren, dass ich den Ringkrieg neu starten muss. Wow. Aber wir haben noch nicht verloren. Bruchtal. Wie stellt ihr euch das vor? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das steffen soll. Das sind halt 5 Leute. Was geht? Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und wenn ich 3-mal um ganz Mittelerde rumrotieren muss, scheiß drauf, irgendwie geht das schon. Irgendwie. Ich habe halt leider diesen Useless-Helden. So. Also, ich brauche Zeugs zum Ausbilden. Unbedingt. So, zack, 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 zack. Boom.
Ich hätte Lust auf einen zweiten Baumeister. Die Kankra geht sneaky und nimmt den Dings ein. Obwohl das Furcht auslösen. Oh, ja, nee, die geht unbedingt sneaky. Die muss. Sehr schön. Dann baust gleich noch eine neue Höhle. Ich muss nämlich spammen bis zum geht nicht mehr. Oh wow, wenn die da alle so rumrennen. Okay, wir haben. Oh, warte mal. Die Spinnen. Oh, toll! Oh ne, warte mal, die könnten mir gehören. Na also, was macht Kankra? Die kümmert sich da um die Leute. Okay. Okay. Das haben wir eingenommen. Da kommen ein paar Reiter durch. Allerdings habe ich hier Bogenschützen. Oh wow, der hat da ziemlich starke Einheiten. Kankra ist dabei zu verrecken, es ist nicht gut. Ist aber nicht so super schlimm. Okay, ich habe den Ring. Den bringen wir nach Hause. Ich werde ihn zwar eh nicht nutzen können, aber Rohstoffraub, das könnte helfen. Das heißt, der Typ muss unbedingt in die Nähe von so einem Gehöft, um ein paar Rohstoffe abzugrapschen. Ausbilden, 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 ganz wichtig. Wo sind denn die Reiter hingegangen? Eigentlich habe ich nicht vor, das Tor zu verlieren, wenn es sich verhindern lässt. Mach mal einen Rohstoffraub. Die können hier durchgehen. Zack. Okay. Unbedingt mehr Zeug bauen. Habe ich das Tor geöffnet? Ja, es steht noch. Gut, dann machen wir es wieder zu. Die greifen da an. Die verfolgen den Reiter. Das ist in Ordnung. Der hat Rohstoffraub gemacht. Ich kann mir wieder Leute holen. Ah, die da sollten unbedingt solches Zeugs angreifen. Also das gegnerische Leute abgreifen ist richtig nützlich, habe ich voll unterschätzt. Ich glaube, das rettet mir gerade richtig den Hintern. Oh ja, jetzt komm schon. Zack und zack. Zack, wo ist denn der Typ? Der muss aufpassen, den will ich nicht verlieren. Der bringt mir nämlich Kohle, deswegen ziehe ich den jetzt auch zurück. Die greifen wieder an. Da fällt mir ein, warte mal, ich mache einen Sneaky Attack und hole mir einmal das Tor reparieren, aber ich hole mir den Vorposten da hinten. Dann greifen wir da an. Der kann schon fast wieder einen Rohstoffraub machen. Fähigkeiten bitte immer einsetzen. Nein, 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 greift an, greift an, greift an, greift an. So, die dort. Das sind böse Orks, die können wir hier angreifen mit dem. Ich baue mir mal so eine Spinnenhöhle. Warte, 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 warte. Hier eine Spinnenhöhle. Und dann noch so ein Ausbildungsteil. Dann können die dorthin rennen. Das Tor machen wir wieder zu. Dann nehmen wir den Vorposten ein. Zack, zack. Der macht den Rohstoffraub nicht. Die nehmen das Gebäude ein. Da fällt mir ein, ich könnte Türme bauen zur Defense. Okay, der lebt noch. Der. Oh, da ist der Hexenkönig. Gut, aber uns gehört der Vorposten. Das heißt, ich kann wieder ausbilden. Ja, 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 ja. Böse, böse, böse. So, Türmchen. Kommt hier hin. Die können wir vernichten, die Gebäude unserer Feinde. Weil nach meinem Gutdünken braucht der Feind keine Gebäude. Spinnenbau ist fertig. Kann ich hier noch einen Tunnel bauen? Oh, hier muss noch irgendwo ein Tunnel hinpassen. Ja, genau. So. Das zerstören wir.
Das greift mir an. Oh, die bauen eine Festung. Das ist nicht gut. Ich sehe leider keinen Baumeister. Okay, zerstören wir den Trollhort hier. Den Gang haben sie mir leider zerfetzt. Okay. Ich kann hier noch einen Tunnel bauen. Ja. Okay, Zwang ist wieder bereit. Den muss ich bald einsetzen. Feuerpfeile. Ah, hier machen wir mal stärker. Ich könnte vielleicht sogar die Festung angreifen. So, das nehmen wir ein. Okay. Ja, die zerstören mir einige. Ich muss halt jetzt so viel Schaden drücken wie möglich. Tunnel bauen. So. Dann schauen wir mal. Der macht wieder einen Rohstoffraub. Nein, erst macht dann Zwang auf die Turmwachen. Ah, eklig. Hallo. Zwang auf die Turmwachen. Dann kommen hier die Spinnen und die Viecher. Nachdem die jetzt mir gehören, machen wir den Rohstoffraub. Dann muss ich unbedingt wieder ausbilden. Ich bin so langsam. Meine ganzen StarCraft-Skills kommen mir gar nicht mehr zum Tragen. Ich benutze auch kein Hotkeys. Was haben wir hier? A und W. Und, ja, okay, M ist ein bisschen doof. Und R, R wird auch noch gehen. R. Und der geht da rein. Und der geht da rein. Und... zwei Festungen haben sie jetzt gebaut. Ach, du große Güte. Ja, tötet mich ja gleich. So. So. So, so, so. Wo ist denn der Hero? Ich habe halt tatsächlich Turmwachen übernommen. So cool. Ah, ich glaube nicht, dass ich dazu komme, hier auszubilden. Also abzugraden. Viele Bäume hat es hier auch nicht. Ich baue hier nochmal zwei Türme. Weil es könnte sich lohnen, ein bisschen defensiver hier dazustehen. Ah, dann machen wir das Tor auf. A, W, A, W. M war doof. R geht nicht, kein Geld. Ja, sehr schön. Läuft. Rohstoffraub, Mine. Wie viel bekomme ich da denn? Sind das jetzt einfach da 2000 gewesen oder was? Was geht? Wow! Also Don Held ist richtig nützlich. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ja besser als jeder Kämpfer. Also für Orks ist der Held gigantisch. Wisst ihr was? Mit dem Einkommensboost kann ich tatsächlich mir die Upgrades kaufen. Und... ich kann mir wieder hier den Vorposten holen, dann ist... ah, guck mal an, Gegner. Naja, okay. So. Weil Leute mal wissen wollten, wie das mit der Patrouille funktioniert und ich immer wieder gefragt werde, zeige ich euch das jetzt mal anhand dieser Fledermäuse. Hab ja kurz Zeit. Und zwar mit Alt gedrückt halten könnt ihr Wegpunkte machen. So hier. Sobald ihr Alt loslasst oder währenddessen auch... seht ihr ja, die Fledermäuse, die machen das so. Und um Patrouillieren zu machen, macht ihr Alt, einen Wegpunkt, einen anderen und dann wieder zurück zum ersten. Und dann schaut es so aus und dann bewegen sich die Einheiten immer hin und her. So funktioniert es mit dem Patrouillieren. Wie ihr sehen könnt, gibt nichts Einfacheres auf der Welt, als Einheiten patrouillieren zu lassen. So, nochmal R. Rohstoffraub geht leider nicht auf einer Festung, aber hier haben wir ja glücklicherweise sowas hier. Ein Schmelzofen. Funktioniert das auch bei... oh, okay. Ich will mal wirklich wissen, wie viel Geld ich dafür bekomme. So. Nee. Ich will wissen, wie viel Geld ich bekomme. Ich will das beobachten und analysieren. So, ich habe jetzt so um die 1000. Okay, ich krieg 1000 Rohstoffe einfach so hinten reingeblasen. Das ist schon gigantisch gut. So. Ich weiß, dass ich hier eine ganze Menge verschwende.
Aber das passt schon. Ich will nämlich wirklich upgraden. Das wäre meine Chance, wenn ich jetzt hier es schaffe, abzugraden. Meine ganzen Einheiten. Dann hätte ich eine sehr starke Truppe. Ah ja, nehmen wir uns die Ramme noch mit. Wieso nicht? Damit können wir hier angreifen. Jetzt ein Troll. Da ist das. Sobald da alles geupgradet ist. Ja, sehr schön. Okay. Na scheiße. Greifen wir einfach an. Und graden ab so viel wie geht. Eigentlich will ich wirklich bloß diese Gebäude hier vernichten. Ne? Und das hier. Und das hier. Und das hier. Und das da. Das sind die Gebäude, die ich zerstören will. So. Das hauen wir noch kaputt. Dann zerstören wir das hier noch. Ja, das ist sehr schön. Dann können wir noch die Feuerpfeile machen. So. Ziehen wir uns mal zurück. Warte, 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 warte. Das hauen wir noch weg. Oh. Ah, wie cool. Da stehen jetzt... Na, ich zerstöre es. Ah, hier liegt noch Geld rum. So, wir haben jetzt geschmiedete... Ah, verdammt. Kommt davon, wenn man zu lange braucht. Dann passiert sowas. Naja. Okay, ist in Ordnung. Sei es drum. Ein bisschen upgraden konnte ich. Und ich konnte aber vor allem, und das ist das Schöne... richtig, richtig viele Truppen ausbilden. Und ich habe verteidigt. Ich habe leider den Gundabad verloren. Aber den kann ich jetzt mit der Truppe definitiv verteidigen. So, jetzt speichern wir das ab, damit da nichts passiert. Wunderbar.